Hallo, herzlich willkommen wieder zurück bei meiner Reihe interessante Bücher. Ich hoffe, ihr habt nach der letzten Sendung wirklich nochmal überlegt, seid in euch gegangen und habt vielleicht den einen oder die andere aussortiert, weil es dann doch nicht so passt. Lieber zu früh als zu spät. Weiter geht's heute mit Fragen, die jedes Brautpaar vor der Hochzeit klären sollte. Etwa, wie werden wir unser Geld einteilen? Beispiel. Ein Paar hat vor der Ehe nicht über dieses Thema gesprochen. Sie bekommt dann etwa 40% des verdienten Geldes als Wirtschaftsgeld. Sie weiß nicht immer, was ihr Mann mit dem Rest des Geldes tut. Zunächst hat sie einige Ersparnisse und kann hier und da etwas zuschießen. Bald ist das zu Ende. Sie hat auch kein Taschengeld. Der Mann reagiert auf alle Abänderungsvorschläge sauer. Es ist doch bisher gut gegangen. Große Belastung für die Frau. Manche Mädchen bekommen von ihren Eltern noch eine komplette Aussteuer oder haben diese in Geld oder Waren, Wäsche, Geräte schon lange zusammengespart. Sie können in diesem Punkt sorgenlos das gemeinsame Leben beginnen. Andere Paare müssen erst anfangen zu sparen und bekommen von ihren Eltern nichts. Sie werden, wollen sie nicht zu lange warten, bescheiden anfangen, sich aber dann über jedes neu angeschaffte Stück umso mehr freuen. Man kann eine Ehe natürlich in einem möblierten Zimmer beginnen, auch in einem Zimmer mit Doppelbettcouch und Kochplatte, aber auch für das Allernotwendigste, so zu einer eigenen Ausstattung braucht man wenigstens 1500 Mark, es sei denn, man kauft gebrauchte Möbel. Beispiel: Ein Rechtsanwaltsehepaar, 4 Kinder, 4 bis 10 Jahre, beide Eltern arbeiten tagsüber außer Haus. Eine Hausangestellte und eine Kinderschwester versorgen Haus und Kinder. Da stellt sich eines Tages heraus, dass der 10-Jährige, der wie seine Geschwister meistens auf der Straße spielt, an einer Serie von Einbrüchen beteiligt ist, die ein paar Schuljungen gemeinsam verübten, bei denen sie einige tausend Mark erbeuteten. Es hilft den Eltern nicht viel, wenn sie fragen: Warum musste gerade uns das passieren? Oft muss eine Frau nach der Hochzeit in ihrem Beruf weiterarbeiten, um mitzuhelfen, Anschaffungen der jungen Ehe zu finanzieren. Dagegen ist im Allgemeinen wohl auch nichts zu sagen, doch darf die Hausarbeit dann nicht allein der Frau überlassen werden. Arbeitet die Frau neben der Betreuung auch nur eines Kindes außer Haus weiter, so wird auf die Dauer beides nicht recht getan werden können. Bei Belastungen im Beruf oder bei Krankheit in der Familie wird sich das deutlich zeigen. Dann steht man vor der Entscheidung, soll die Familie oder kann der Beruf zurückstehen. Zwei Menschen haben manchmal auch zweierlei Meinung. Dadurch gibt es in jeder Ehe auch einmal Meinungsverschiedenheiten, die aber nicht in Streit ausarten müssen. Auf die Einhaltung von 3 Spielregeln bei Meinungsverschiedenheiten sollte man sich schon vor der Hochzeit einigen. A. Die Sache nicht nach außen tragen, Kinder, Nachbarn, Eltern. B. Nicht handgreiflich werden. C. Nicht eher auseinander oder schlafen gehen, bevor alles wieder in Ordnung gebracht und vergeben ist. Fragen für die Verlobten. Wie denke ich über meine Schwiegermutter? Halte ich sie für neugierig und aufdringlich? Wie werde ich nach der Hochzeit mit ihr auskommen? Wie stark ist mein Mann an seine Mutter gebunden? Wird sie auch noch nach der Hochzeit ihm wichtiger sein als ich? Was werde ich dann tun? Meine Eltern sind mit unserer Heirat einverstanden. Ich merke aber immer wieder, dass meine Schwiegereltern gegen mich eingestellt sind. Sollten wir trotzdem heiraten? Mit Stenografie und Schreibmaschinen schreiben, aber auch mit chemischen Formeln und lateinischen Vokabeln kann man im Haushalt nicht allzu viel anfangen. Meist wird nicht bedacht, dass Hausfrau sein ein Beruf ist, der mehr Können
und Verantwortung verlangt, als man gemeinhin annimmt. Hier sind große Werte zu erhalten und oft schwierige Situationen zu meistern. Plötzlicher Besuch, Krankheit, Festtage. Hat die Braut während der Verlobungszeit schon einmal darüber nachgedacht, was auch auf sie wartet? Großputz, Einwecken, Weihnachtsvorbereitungen, Kleiderpflege, Mottenschutz, Wäschebehandlung, Vorratswirtschaft im Haushalt, Säuglingspflege, Erste Hilfe bei Unfällen, Krankenpflege, Reisevorbereitungen und so weiter. Haushaltsführung ist ja für die junge Frau von der Hochzeit an Lebensaufgabe, nicht mehr nur eine nette oder unangenehme Abwechslung. Inwieweit müssen beide häuslich sein? Auch der Mann. Beispiele. Er ist eifriger Bastler. Für sein Hobby braucht er fast jeden Abend. Alle freien Tage kommt er mit seinen Bastelfreunden zusammen. Für Frau und Familie hat er kaum Zeit. Er ist furchtbar unpraktisch. Er kann kaum etwas im Haushalt helfen. Wenn sie mal krank ist, weiß er auch keinen Rat. Er bringt es auch einfach nicht fertig, die kleinsten Dinge im Haushalt zu reparieren. Die Frau muss in dieser Ehe viel Geduld haben. Auch die Frau geht arbeiten. Kommt der Mann nach Hause, ist sie oft noch nicht daheim. Die häusliche Gemütlichkeit leidet sehr. Erfolg? Der Mann kommt mit der Zeit immer später heim, weil er erst ins Wirtshaus geht. Bei einigen Krankheiten kann man nur von einer Ehe abraten. Akute oder chronische Infektionskrankheiten wie zum Beispiel Geschlechtskrankheiten, Tuberkulose, Erbkrankheiten wie zum Beispiel Schizophrenie, Epilepsie, erblicher Falzstanz, Blüterkrankheit, Schwermut, nervliche Belastungen und so weiter. Vor dem langen, absichtlichen Hinausschieben des ersten Kindes muss gewarnt werden. Es gibt hierfür später immer weitere Gründe und auf einmal fehlt dann der Mut zum Kind. Bedenken sollte man auch, dass es medizinisch erwiesen ist, dass zu langes Anwenden von empfängnisverhütenden Mitteln vor der Geburt des ersten Kindes zu Sterilität der Frau und damit zu Kinderlosigkeit führen kann. Die Hauptaufgabe der Frau ist aber doch, Frau und Mutter zu sein und nicht beim Verdienen des Geldes mitzuhelfen. Eine Aktivierung der Aufklärung über die Geburtenregelung ist äußerst schwierig und problematisch, weil dadurch zugleich der Missbrauch stark gesteigert würde. Es ist wohl ausreichend, wenn erste Ehepaare über diese Fragen unterrichtet werden, am besten durch geeignete gute Lektüre, die heute vorhanden ist. Erst in der Ehe werden diese Fragen zum Problem. Ist der Altersunterschied größer, besteht in späteren Jahren außerdem für den jüngeren Teil häufig die Gefahr, dass ihm ein altersmäßig gut zu ihm passender zur Versuchung wird. Schon wenn die Frau gleichaltrig oder nur ein paar Jahre älter ist, kann dies für den Mann der Fall sein. Und was tut eine Frau, die mit 20 Jahren einen 50-Jährigen heiratet, wenn ihr mit 22 Jahren ein 25-Jähriger begegnet, zu dem sie eine Liebe verspürt, wie sie nie zu ihrem Mann, der ja 52 Jahre alt ist, empfunden hat? Es gibt dann nur eine Entscheidung. Sie muss ihrem Mann die Treue halten, auch wenn es ihr schwerfallen mag. Bei sozialen Unterschieden wird die Frau durch ihre Haushaltsführung den Ausschlag für den praktischen Alltag geben. Das kann bedeuten, dass sich der Mann daheim nie richtig wohlfühlt. Ist er der Höherstehende, würde es ihm nicht gefallen, in der Küche zu essen und zu leben. Ist sie die Höherstehende, wird er sich daheim
immer wie zu Besuch vorkommen. Bei bildungsmäßigen Unterschieden in einer Ehe wird es schwer sein, eine Grundlage für gleiche Interessen zu finden. Ist die Frau die geistig Höherstehende, wird es noch schwieriger. Nun, zu guter Letzt, die Ehe mit einem Österreicher wird nicht so große Probleme mit sich bringen wie die Ehe mit einem Japaner. Eine Heirat in zweiter Ausland kommt praktisch auch einer weitgehenden Trennung von meiner Familie in Deutschland gleich. Vor der Heirat eines Nord- oder Mitteleuropäers, eines Bewohners der Vereinigten Staaten oder eines Weißen in Südafrika und Australien muss nicht unbedingt gewarnt werden. Bei Südeuropäern, Mohammedanern und Farbigen ist aber wohl sehr abzuraten. Heiratet ein Farbiger eine Weiße oder umgekehrt, wird dies bei beiden Seiten auf Ablehnung stoßen. Beide Gruppen werden ein solches Paar meiden. Vor der Heirat eines Mohammedaners muss immer wieder besonders gewarnt werden. Diese Männer legen keinen Wert auf Vermögen oder besondere Herkunft. Sie versprechen den Mädchen oft ein Paradies in ihrer Heimat, sind charmante Liebhaber, machen teure Geschenke, verzichten auf Aussteuer und so weiter. Das alles ist für sie noch wesentlich billiger als der Kaufpreis, den diese Männer in ihrer Heimat für eine Frau bezahlen müssen. Also, meine Damen und Herren, liebe Leute, überlegt euch gut, was ihr tut. Ihr seid gut informiert, nutzt eure Kenntnisse, nutzt eure Fähigkeiten, nutzt vor allem euren klaren Kopf, euer gutes Herz, alles, was ihr habt bei dieser wirklich wichtigen, schweren Entscheidung. Macht euch ran, findet den und die Richtige, vermeidet alle Fehler. Ihr habt alles, was ihr wissen könnt. Schaut rein, lest es euch durch und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut!